Hallihallo und ein herzliches Willkommen. Ich bin Ereb und wie ihr seht, spiele ich Uncharted Drake's Schicksal aus der Nathan Drake Collection, das heißt die PS4 Remastered Version des ersten Uncharted Teils. So, mein Ziel ist die Platin-Trophäe, ganz einfach, ganz simpel gesagt. Aber ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. Und zwar auf dem Schwierigkeitsgrad leicht. Das heißt, ich habe schon einige Schätze. 37 von 60 habe ich schon. Und zwar können wir auch mal gerade gucken. Im ersten Kapitel gibt es keinen Schatz. Im zweiten habe ich alle. Im dritten habe ich alle. Im vierten fehlen mir noch zwei. Das heißt, wir werden ein neues Spiel starten im Schwierigkeitsgrad schwierig. Und zwar aus folgendem Grund. Ich habe das Ganze schon mal angefangen in extrem schwierig. Und extrem schwierig ist extrem schwierig. Also, es braucht zwei Schuss und dann liege ich im Dreck und ich bin bis Kapitel 4 gekommen und habe dann einfach gesagt, okay, es macht keinen Sinn, jetzt weiterzuspielen, weil ich einfach nicht weitergekommen bin, weil ich nur auf den Sack gekriegt habe, weil ich nur gestorben bin. Und das schon in Kapitel 4. Das heißt, man musste dann auch einfach einsehen, dass es keinen Sinn macht, so weiterzuspielen. Und jetzt habe ich mir folgenden Plan überlegt. Es gibt ja unter Boni, Belohnungen, Feineinstellungen. Da gibt es unendlich Munition und es gibt die Einschusseliminierung. Weil ich bei der jetzt nicht ganz sicher bin, ob die Gegner dann auch einen mit einem Schuss töten können. Aber wie gesagt, sie brauchen maximal zwei, von daher wäre es kein Unterschied. Aber die unendlich Munition-Geschichte, die ist interessant für mich. Ich muss das Spiel ja so oder so in extrem schwer nochmal durchspielen. Für die Platin-Trophäe. Das heißt, ich muss es aber erstmal in schwierig beenden, um diese Belohnung hier freizuschalten. Denn anders macht es einfach auf extrem schwer keinen Sinn, habe ich festgestellt. Entschuldigung. Das heißt, wir werden das Spiel jetzt nochmal neu starten. Werden es in schwierig durchspielen und dann werde ich nochmal einen Run machen in extrem schwer. Und danach werde ich dann gucken, was mir noch fehlt an Trophäen. Also ich werde jetzt in meinem Run sämtliche Schätze mitnehmen. Ich werde aber auch die Schätze übernehmen, die ich jetzt schon gefunden habe. Das heißt, diese Schätze, die ich jetzt schon habe, diese 37 Stück, werden jetzt nicht nochmal auftauchen. Ich werde also wirklich nur die sammeln, die mir auch noch fehlen. Das Ganze mache ich anhand eines Trophy Guides von gameswelt.de. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Und es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad gnadenlos. Den brauche ich aber nicht für die Platin-Trophäe. Also ich werde es, wie gesagt, jetzt einmal auf schwierig spielen. Ist auch schon schwer. Ich habe mal so testweise ein, zwei Kapitel gespielt. Aber sollte eigentlich... Ja, es sollte eigentlich noch klar gehen. Es muss klar gehen. Denn ansonsten brauche ich extrem schwierig gar nicht versuchen ohne diese Boni. Ich habe es wie gesagt schon mal versucht und es geht einfach nicht klar. Also, wir starten auf schwierig. Ich überschreibe jetzt mal mein Save von meinem extrem schwierig Spiel. Und ich hoffe, dass ich dann hier einigermaßen klarkomme. Und naja, los geht's. Das Ganze nochmal von vorne. Ich habe gestern, ich habe schon dran gesessen. Ich habe schon 5 Videos, glaube ich, zurechtgeschnitten, bis ich gemerkt habe, okay, das macht keinen Sinn, weiterzuspielen. Und dann habe ich aufgegeben. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Auf schwierig. Los geht das Spiel. Wir befinden uns hier vor der Küste Panamas und haben vermutlich soeben den Sarg des Entdeckers Sir Francis Drake geborgen, der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine Skrupel, die Gebeine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt, Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch.
Ja, zum Beispiel kann man einen leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. So ein Teufel. Was ist das? Los, zeigen Sie mal. Nein, 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 was soll das? Der Deal war für den Sarg, mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Halten Sie mal die Luft an. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen keine Gefangenen. Naja, keine männlichen. Was reden Sie denn da? Sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Klar, wie mit einer Kamera. Man hält einfach drauf und drückt ab. Sehr gut. Los geht's. Ich finde, Nace kommt in den ersten Minuten des Spiels als richtig arroganter, dummer Schnösel rüber. Ey, waren wir beim ersten Mal so unsympathisch, wie ich das Spiel gespielt habe. Was haben Sie diesen Kern getan? Ja, das ist eine lange Geschichte. Jetzt wirst du Die Jungs können Sie nicht leiden, was? Weniger reden, mehr schießen! Beeil dich, Sully. So, sie kommen an Bord, die Jungs. Sie kommen an Bord! Oh nein, ihr Miesen! Ich dachte, sie kommen von hinten an Bord. Eine Raserei-Kombo. Bam! Und du auch. Bam! Ich glaube, es bringt in diesem Moment nichts, auf sie zu schießen. Jetzt Mist! Komm, Sully, wo bist du? Jetzt geht's dir dreckig! Hey. Okay. Da. Jawoll. Ich kann ihn sehen. In Ordnung. In Ordnung. Aua. 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 Ach, jetzt kommt die Wichse. Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Aber jetzt kommt gleich Sully zu Hilfe. Also schon. Oh, Sully to the rescue! Oh fuck. Die Kamera, die kommt. Oh, geh in Deckung, Junge, geh in Deckung. Oh nein. Was soll das denn? Okay. Los! Okay. Los! Ja. Ich hoffe, sie ist wasserfest. Die Kamera. Nicht Elena. Ich kann mir wohl keine 5 Minuten alleine lassen. Sully Boy. Eigentlich lief's ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. Alles klar? Ach, eine Therapie wird schon richten.
Ja, wenn das mal nicht die hübsche, begabte Elena Fischer ist. Oh, dafür kommen Sie in den Bericht? Ach, ich wirke lieber hinter den Kulissen. Victor Sullivan. Oh. Ach, das gibt's doch nicht. Wie wär's mit Abhauen, bevor es hier noch mehr Ärger gibt? Und? Ein kleines Geschenk von Sir Francis. Aha, ihr habt den Sarg gefunden. Warte mal, ist das das, was ich denke? Jakes Tagebuch. Ich hatte doch recht. Sein Tod war vorgetäuscht. Er muss große Pläne gehabt haben. Ja, aber das behalten wir lieber mal für uns. Danke fürs Ausleihen, Mr. Drake. Der Drake täuscht also gern was vor. Buch hätte ich mir verdient, finde ich. So, das war auch schon Kapitel 1. Also wie gesagt, bis Kapitel 4. Also, als Drake im Pazifik brauche ich keine Schätze sammeln. Hat er die Spanier total überrumpelt. Er kaperte ihre Schiffe und alle Karten, Briefe, Tagebücher und notierte alles hier drin. Genau, bei seiner Rückkehr nach England beschlagnahmte die Krone all seine Karten und Logbücher. Auch das hier. Und verpflichtete die Besatzung zum Schweigen. Ja, und das... Verstehst du, Drake hat damals etwas entdeckt, Sully. Etwas so Geheimes und so Kostbares, dass es keinesfalls rauskommen durfte. Ja, schon gut, Nate. Tu mal einen Moment so, als wäre mir dieser Quatsch egal und komm auf den Punkt, okay? Ja. Kommst du eigentlich immer gleich zur Sache? Da stehen die Frauen bestimmt total drauf. Hat sich noch keine beschwert. Bitte, wie du willst. Dann kommt jetzt der gute Teil. Nur für dich. Na? Das echte Eldorado. Der hatte wirklich große Pläne. Versteht da sonst noch was? Ah, auf einmal interessiert's dich, was? Ja. Yeah. Aber leider nein. Die letzte Seite fehlt. Ja. Ich sag's dir, Sully. Das ist es. Endlich haben wir Glück. Ja. Aber wir haben da ein kleines Problem. Ja, das sage ich doch. Explodiert. Versenkt. Aber dafür gibt's ja Versicherungen, stimmt's? Oh. Oh nein, die Kamera... Nein, die Kamera ist ganz. Mach dir um die keine Sorgen. Praktisch wie neu. Sully, das Mädel ist knallhart. Du hättest sie sehen sollen. Toll, dann geh doch und sag ihr, dass wir die goldene Stadt gefunden haben. Vielleicht bringen sie es heute Abend noch im Fernsehen. Ach, komm schon. Nate, vertraust du mir? Mehr oder weniger? Gut. Denn bald ist jeder Kleinkriminelle der Welt hinter diesem Schatz her. Wir müssen sie loswerden. Sofort. Du bist ein echter Gentleman, Sully. Ich weiß. Ist mies. Sie wird zu verstehen. Nein, das ist... Unser Budget interessiert mich nicht. Ich meine, ist dir klar, dass das die größte Story des Jahres wird? Hi. Nein, ich traue ihn nicht, okay? Darum müssen wir uns beeilen. Schick mir einfach das Kamerateam und ich verspreche dir, dass ich wahr sei. Das ist eine miese Aktion. Hey! Ich hätte es echt wissen müssen. So, Kapitel 2, die Suche nach Eldorado. Oh, warte, langsam, Kleiner. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Wie gesagt, ich hab's gestern. Deine Kellnerin in Lima hat's aber gereicht, was? Bis Kapitel 4. Das ist was anderes. Aber ich geb's so. Weniger anstrengend war's nicht. Na, du hast es gleich geschafft. Wir sind fast da, alter Mann. Da fällt mir was ein. Hab ich dir mal erzählt, wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem 16. Jahrhundert vertickt hab? Riskant, klar. Aber als er es rauskriegte, war ich schon. Hey, hörst du mir eigentlich zu? Nein. Die Flasche gebannt. Ach, du Undankbarer. Ich hab keine Zeit, ich muss einen Schatz finden, alter Mann. Weißt du wirklich, dass Francis Drake auch hier war? England ist ganz schön weit weg. Ich werde jetzt bis Kapitel 4 mehr oder weniger durchsprinten, so gut es geht. Und? Ich kapier's nicht. Das Ding sagt, hier ist die markierte Stelle. Vielleicht liest du es falsch ab. Zeig mal her. Nein, wir sind schon richtig.
Hier ist nichts, Nate. Wieder eine Sackgasse. Bleib ruhig, Sally. Ganz locker. Dann sehen wir uns mal um. Mann, da findet man leicht eine Nonne im Bordell. Na, das sieht doch gut aus. Das sieht fantastisch aus. Wer hat das wohl gebaut? Die Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. So. Hast gefunden? Bis jetzt nicht. Bis jetzt alles easy. Hier links an dem Baum. Pass auf, da oben. An dem hier quasi würdet ihr den ersten Schatz finden. Wow. Oh, oh, oh. Oh. Na komm. Nein. Aber da ich das alles gestern ja, wie gesagt, schon gemacht habe, werde ich einfach gucken, dass ich so schnell wie möglich hier jetzt durchkomme. Schätze, habe ich hier alles schon. Und dann muss ich es halt zweimal durchspielen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass einmal reichen würde. Aber mit einem Mal komme ich nicht hin, weil es auf extrem schwer einfach nicht machbar ist. Ohne diese Boni. Ich weiß nicht, ob es mit dem Boni ein bisschen einfacher ist. Ich stelle es mir zumindest einfacher vor. Aber ausprobieren kann ich es im Moment halt noch nicht. Dafür muss ich es einmal auf schwierig durchgespielt haben. Das heißt, ich muss das ganze Spiel noch zweimal durchspielen. Was nicht unbedingt schlimm ist, das Spiel ist nicht sonderlich lang. Aber natürlich, der Schwierigkeitsgrad ist schon heftig. Also auch schwierig ist schon wirklich schwierig. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger Pablo Escobar von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Huh? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Eifersüchtig? Blödsinn. Alter Mann. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Die Spanier haben echt viel Mist dagelassen. Bis hierhin ging es eigentlich auch immer gut klar. Auch auf extrem schwierig. Hier ist noch ein Schatz. Hier in der Ecke. Also das Level hier alles, das hat alles noch super funktioniert. Und auf einmal in Kapitel 4 fing es an, dass ich überhaupt keine Schnitte mehr hatte. Dass ich nur noch auf den Sack gekriegt habe. Das war echt frustrierend, muss ich sagen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser klar geht, wie gesagt. Ach, Mann. Hier, lass mich mal. Ja, mach mal. Ich halte sie auf. Versuch, sie von innen zu blockieren. Okay, lass los. Das müsste halten. Mach schnell, Sully! Bam! Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment, das kenne ich doch. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Dann schauen wir mal in Drakes Tagebuch. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Da hast du so oft über die Zigarre gemotzt und jetzt nutzt sie uns, was? Mach hinne, laber nicht. Schweine labern auch nicht.
So, wir machen jetzt hier noch gerade den Weg frei und dann... Cool. Schön. So, dann war's das mit dem ersten Teil von meinem Uncharted Drake's Schicksal Let's Play. Ich hoffe, ihr schaut auch bei Teil 2 wieder rein und ich hoffe, dass ich diesen Teil auf schwierig dann jetzt auch ein bisschen weiterspielen kann als meinen letzten Versuch. Bis zum nächsten Mal, euer Ireb sagt Tschüss.